So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei God of War Ragnarök. Immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. In der letzten Folge hatten wir noch einen heftigen Kampf und haben es hingekriegt. Er ist tot. Er sagt so. Und ich habe in der Zwischenzeit, zwischen der letzten Folge und dieser Folge, noch schnell über die Fähigkeiten drüber geguckt. Und Atreus hat ja eigentlich noch ein paar Sachen, die wir hier reinnehmen können. Hier zum Beispiel, er verursacht von Zeit zu Zeit mehr Schaden. Das ist sicher ganz gut. Kostet nur 1000er. Dann haben wir hier die Chance auf Nahkampf-Kombo. Heftigen Angriff. Also ist ja auch selbstständig am Kämpfen und so. Dann Statusbefall bei Feinden für nur 500. Gegner zusprinten. Und dann noch Schaden. Das ist alles Sachen, die ihr selbstständig macht. Dann Angriffe parieren. Und das für 1500 wäre dann das nächste. Das ist ganz gut. Aber so kommt er hier mal ein bisschen an Wirkbereich. Gelegentlich einen mächtigen Pfeil. Ja, machen wir den noch. Da haben wir die Fähigkeiten mal durch. Okay, gut. Dann wollten wir jetzt zu Freya, um Freya zu helfen, neben Bruder. Hatte ich in der letzten Folge noch gesagt, dass wir das machen. Also am Ende. Weil in dem Bereich haben wir jetzt tatsächlich alles geholt, was zu holen war. Gespannt, wie sie reagiert, dass wir hier direkt vorbeikommen und ihr helfen. Es ist einfach schön. Ich mag die Affen, die hier an diesen Lianen rumhängen. Dachte ich mir in der letzten Folge schon. Denen geht's einfach gut. Also. Im Lager von Freya waren noch ein paar Sachen mit dem Speer. Genau. Stimmt. Da sind wir auch noch nicht weitergekommen. Gut. Also, dass du das noch im Kopf hast. Ich frage mich, wie wir das Ding da runterkriegen. Auf zu Freyers Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Wir sehen trotzdem nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Ja, das ist auch wieder wahr, ne? Wir haben ihr uns schon ziemlich geholfen. Aber sie lässt sich halt so krass von Rache leiten, ne? Gut, wenn man ihre Geschichte kennt, kann man sie irgendwie durchverstehen. Ja, das ist die Seite, von der wir jetzt gerade kommen, wo wir eben noch die Sachen offen hatten. Okay, einen Moment. Das kann ich jetzt nicht unversucht lassen hier. Ja, super. Ja, das müssen wir mitnehmen. Ich kann gar nicht anders. Kann es aber sein, dass ich von hier irgendwie Sichtfeld habe? Nein. Auf diesen Tropfen. Ich muss den Tropfen doch irgendwie nehmen können. Einen Moment. Nein, von hier auch nicht. Das wird irgendwie anders funktionieren. Vielleicht kommen wir auch später da noch hin. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Mir auch nicht.
Kratos, Atreus, schön euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder? Fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, bissbesoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildi Sveni. Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freya Skylar. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also, im Exil in Midgard war ich in meiner Kyla-Form gefangen. Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los! Sie hassen alle Mimir. Pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Okay, er hat Humor. Ist cool. Wenn ihr bereit seid, gehen wir. Wohin gehen wir? Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Mhm. Da kommen wir nicht weiter, das ist gerade zu. Wahrscheinlich beabsichtigt. Also gut, dann folgen wir ihm einfach. So gut ich kann. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freya und Pikvir. Sie wurden von den Einherjahr geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn jemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Ein weiterer Riese. Es gibt doch wesentlich mehr Riesen, die noch überlebt haben. Schieß nicht auf Keiler! Wenn mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaub mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das Übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Ja, klassisch. Reine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut, schon gut. Verstanden. Okay. Mal nur ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Aber das ist absichtlich blockiert, dass wir nicht weiter können. Wer war er nochmal? Ich hab's auch nicht mehr genau im Kopf, aber der Geschichte nach war er wohl ein Keiler, also ein Eber, ne? Wildschwein. Und der für Freya gearbeitet hat. Und Atreus hat ihn erschossen mit einem Pfeil. Da kann ich nichts machen, ne? Volker. Verwundet zumindest. Aber da ist meine. Das bin ich auch nicht mehr so 100% frisch. Was da alles passiert ist. Den Keiler, den die im ersten Teil angeschossen haben, ist zuerst erstmal Freya getroffen haben. Bei der Schildkröte. Ja, da dämmert was, aber ich kann mich nicht mehr an die Szene erinnern.
Ist zu lange her. Vorsicht! Ja, von links! Vielleicht ein Pfeil? Jetzt haben wir Zeitlupe. Ah, oh, interessant. Sehr interessant. Das ist der neue Knauf, den wir in der letzten Folge gekriegt haben. Okay, bevor ich hier sterbe. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Anaheim ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros, griechisch für feucht. Igros, gefällt mir. Das sind wir alles, den ganzen Weg sind wir Freier schon mal gegangen. Finde den Niker, er macht sich stärker. Linke Seite, Bruder! Hinter dir, Bruder! Links von dir! Ja, überall. Was genau nimmt. Hinter dir! Vorsicht! Gleich, gleich! Wow! Ich wollte das eigentlich blocken. Das geht einfach nicht. Miese Brise. Wir sind da. Wachsam sein. Sie wohl sind? Vielleicht von einem Blick gefressen. Wohl kaum. Okay, da sind wir das letzte Mal noch nicht hochgekommen. Wo wir durch sind. Und das überhaupt? Und hier kommen wir zurück. Ah ja, genau, die legendäre Truhe hier. Wenn ich mich nicht irre, die hatte ich gesehen beim letzten Mal. Mich noch gewundert, wie man hier hochkommt. Wir holen mehr Beute, ja? Fragt. Ich habe die Schmiede in Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Eine alte Kumpanin der Huldu-Brüder. Sie ist Freyas Schmiede. Sorgt für Waffen und Ausrüstung sein... Das ist ja geil. Wie hoch kann ich den upgraden? Schaden und Frost.
Verhältnis zu dem, den ich jetzt habe. Vollfrost, aber nicht Vollschaden. Wir tryen den einfach mal. Oh, was für ein Abklingzeit hat er doch nicht geguckt. Wir haben beide eine sehr, sehr hohe Abklingzeit, dann ist das eigentlich fast eine angenehme Abwechslung, ne? Trupps. Wow, noch eine legendäre Schmiedin. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sei auf der Hut, Atreus. Was? Warum? Sie ist ziemlich freundlich. Ach Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Ja, das war's eigentlich. Ich meine, dass sie flirtet sehr gerne. Und das, was ich damit eigentlich sagen will, ist, sie ist eine Bumsnudel. Wie könnten wir durchkommen? Aber das habt ihr nicht von mir. Weißt du, Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neuen Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Lysvini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtmann. Ein einstiger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Alfheim verbannt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Baylas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verblödet. Wie? Baylas, deine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, das wirft sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, da war er nicht dabei, ne? Da war Freya dabei. Das ist ein schwarzer Fachausdruck, eine Bumsnudel. Weiß ich nicht. Das ist mein schwarzer Fachausdruck. Der Liker macht sich stärker! Die Zeitlupe hält leider nicht so lange, wenn wir hier die Zeitlupe reindrücken. Ich frage mich, ob ich das irgendwie noch verlängern kann. Aber jetzt haben wir über Ausweichen Zeitlupe und über die Klinge Zeitlupe. Das ist schon ganz gut. Geier, kann ich hier überall hin? Aha! Ich bin während dem Angriff geschützt. Mimir, du sagtest, wenn Sköll und Hati Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Zeit mit den Norden alle.
aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor, lenkt mit dem Stellvertreterkrieg in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so. Mag sein. Ja, oder das dann halt. Rabe, Rabe, nehmen wir mal. Wo sind die anderen Tafeln? Hallo? Ah. Hi. Eike. Gleich nah ran. Das ist Kacke. Wie mache ich das denn jetzt? Achso, ja. Ich denke mal, wieder viel zu kompliziert. Okay, das funktioniert mit dem nicht. So, jetzt fehlt mir noch einer. Das Gebäude sieht mir am verdächtigsten nach aus. Was drin sein könnte. Es ist so der Moment, wo ich mir denke, jetzt wäre ein Hinweis mal ganz nett. Ja, schau an. Das C war's. Das geschnörkelte C. Also, was haben wir schönes drin? Apfel oder Met? Met. Zwei noch. Tja, Met, die Doppelsünde, ne? Zucker und Alkohol. Das Getränk der Götter. Ich spüre sie da oben. Das muss ihr Bau sein. Freust du dich, Sköll und Hati zu treffen? Na ja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Ja. Jedes Jahr die Gamescom. Also nicht ich. Oh, hallo. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir es. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Totally. Die haben sich ja auch ein schnuckliges Plätzchen ausgesucht, um zu schlafen. Dann lassen wir die mal vor sich hin schnarchen. Da süß. Skölds und Hattis Schrei nach waren die Einherjar beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Wer außer Hildi, Svini und den Alben gehört noch... Armee, kann man es kaum nennen. Aber Pirir war Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen, zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht.
Das ist die Stelle, die wir vorhin, waren. Es ging so, ne? Ah ja, okay, die überlappen. Ich tue rückziehen! Ich wollte nur Waffe wechseln. Achso, die sind gar nicht miteinander verbunden. Das sind Engel hier. Ne emun geresat perenne. Alpha Rille, ihr geht mit. Ich dachte, er greift nicht, sie greift nicht mich an. Und dann hat die einfach eine Peitsche dabei. Ich wurde gepeitscht. Das darf nur passieren mit meinem Zuverständnis. Und das ist hier nicht der Fall. Zuverständnis, mein Einverständnis. Das meine ich. Nicht in Ordnung? Versuchen wir's nochmal. Wer außer Hildis Ruhe und Alvin hat noch zu Freyas Armee? Armee kann man's kaum nennen. Aber Pirn, der Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Alter. Ich war immer noch nicht durch. Hört sich so, aber dass du grundsätzlich nichts dagegen hast. Doch, eigentlich schon. Ich bin lieber der Peitschenschwingende aus der Gepeitschte. Was nur gesagt haben. Ich hab die Köpfe an den ganzen Tag. Ich hab die Köpfe an den ganzen Tag. Erwischt! Hinter dir, Bruder! Holy shit! Dominas nächste Schlafzimmer-Sprechstunde. Es wäre dann Dominus. Ja, also ganz ehrlich. Das hier, ja? Ist doch ganz klar der Peitschenschwingende. Ich zurück, krieg noch Heilung, geh ich holen. Jetzt werden mir hier wieder Sachen in den Mund gelegt. Worte in den Mund gelegt. Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau. Treffend. Da ist sie wieder. Sie wissen, dass wir kommen. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Bahnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freya.
Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Zwergenstahl. So, dann einmal weiter hier. Oh ja, nice, Speer. Die Wand. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Wir haben angegriffen, ist niemand da. Leer. Wo sind die alle hin? Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Das muss. Das hier ist ein Hinterhalt. Ja. Vorsicht! Das ist eine interessante neue Angriffsstrategie. Linke Seite, Bruder! Rechte Seite! Okay. Das ist was? Von rechts! Einer, ja! Von links! Ja, das ist das Problem, das ich gerade habe. Achtung! Hinter dir! Vorsicht, links! Halt ab. Ich bin glaube, sie so wahnsinnig schnell. Achtung, hinter dir! Wenn ich den Links aktiv habe. Ja, da drüben stehen die gar nicht. Wo sind die denn? Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bald die Soldaten ausgehen. Nein, ich denke auch nicht. Vor allem, wir haben sie auch gesehen, ne? Mit Loki. Was wir da waren, wie viele es sind. Die auch ständig ausgebildet werden, ne? Und immer neue kommen. Ja, da muss ich hin. Mal schnell umschauen. Ja. Achso, da mit der Kette. Ja, moin. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Mhm. Na gut, ja. Das klingt wirklich seltsam. Hey! Schnell! Sie entkommt! Los! Hinterhalt! Nicht kommen! Jaulwurf!
Wo ist sie hin? Bum, 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 bum. Und hier kam sie, oder wie? Warte mal schnell. Schon wieder weg! Schnell! Wir müssen rüber! Ich fühle mich nicht schnell. Da! Ich will den Wasserfall rauf. Den einen direkt runtergeböllert. Er kam hier gerade hoch, ist direkt ins Wasser gefallen. Ist noch da oben. Noch ein Hinterhalt. Ernsthaft? Aller guten Dinge sind drei. Sie sind nicht schlau. Ja, und dann wäre da das. Weißt du, was wir hier gerade tun? All das, das läuft fast genauso ab, wie wir es in Sköld und Hattis Schrein sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und unruhigt dich das nicht, wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist? Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf konzentrieren wir uns. Bruder, wir sind falsch abgebogen. Unser Dieb flieht himmelwärts. Aha. Und ich häng da wie so ein Depp rum und denk mir, hä, wie geht's nicht, worum geht's hier nicht weiter? Wow, was ist das? Ein Wiewern! Fiese Bestie, seid vorsichtig! What? Nein, das war der falsche Knopf. Okay. Ich will eigentlich zuerst den hier wegmachen, bevor ich gegen dieses Wyvern-Mistvieh links kämpfe. Das geht gar nicht. Sie ist die dich. Oh Gott. Ich verstehe gerade nicht, wo mein Sohn ist. Ich höre ihn unten von der Schlucht rufen. Achtung, rechte Seite! Er hat keinen Sichtkontakt und ist nicht bei mir. Warum ist er nicht hier? Er musste für kleine Götter. Alles klar. Jetzt habe ich alles gehört. Wow, was ist das? Ein Wyvern! Fiese Bestie, seid vorsichtig! Achtung, rechte Seite! Hinter dir! Ah, jetzt auf einmal ist er da. Ich packe! Gott verdammt, das.
Ist sie... Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber... Ich wusste nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nichts. Ja. Nein, du hast recht. Okay. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Passt gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Er hat was von Zweifeln gesagt. Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Moment. Ist noch etwas unentdeckt. Den Rest dürften die haben, ne? Scheiße, hier hinten ist Odins Rabe noch. Gehört das zu dem Gebiet? Oder ist das hier an der Stelle? Ah, das werden die in der Zeit herausfinden. Einer, ja! Von links! Der wurde aus dem Leben gerissen. Scheiße. Der weiß nicht mehr, wo oben, unten, rechts, links. Er hat gar keine Orientierung mehr. Der ist völlig durch. Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt? Denk an unsere Abmachung. Hm.
Sein Sohn hat mit uns diese Abmachung gemacht, ne? Also er war der, der die Idee hatte. Und wir müssen ihn jetzt aber jedes Mal wieder daran erinnern, dass er die Abmachung einhalten soll. Gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Ich mag Mimir. Okay. Das muss klappen. Genau wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue... Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Sieht so unglaublich gut aus. Gute Wahl, Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen. Wir sollen das wohl bei einem der Altäre benutzen. Ah, oh, dafür sind die Altäre. Was Freya rat. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wolfskanal. Und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Cool. Ja, das ist eine Wolfsstanggranate, oh, genau. Dieser Ort verändert sich nachts. Sehr sogar. Leider ist es nicht weniger feucht. Vorsicht! Ja! Ziel erledigt! Allherr Schadürba! Bro! Galva! So was kannst du nicht machen, Mann! Scheiße, ich laufe, ne? Ja, immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Igros. Sieht das wie ein Fellabroller? Ja, das im ersten Moment dachte ich auch, mein Gott, das sieht ja aus wie ein Fellabroller. Für die Kleider, um die Haare wegzumachen. Von einem Hund oder von einer Katze. Oder von einem Wolf. Das ist ein Wolfsfellabroller. Damit kann man sie rufen. Galva!
Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Ja, aber sie sind durcheinander, wenn sie da ankommen. In dem Moment, wo sie da wieder ankommen, sind sie durcheinander. Sie wissen nicht Bescheid. Sie wissen nicht, wo was Sache ist. Vielleicht ist das ein Vorteil für uns. Odin muss sie dann immer in die richtige Richtung schubsen. Sozusagen. Jetzt hier im Bosskampf? Schmeckt nach Bosskampf. Zwei davon? Geil, wenn die das zu zweit machen. Puh, sie mögen wohl Igros. Endlich! Endlich! Ein schwerer Runenangriff für den Speer. Ein Speerregen per excellence. Darauf habe ich gewartet. Here we go. Ist egal, ob es gut ist oder nicht. Es wird direkt upgraded. Amazing. So gut. Schön. Das hat lange genug gedauert, bis wir endlich einen schweren Rundenangriff gekriegt haben. Von hier oben kommen wir rüber. Ja, wir haben das ja eigentlich vorhin schon entdeckt. Also, melden wir uns bei Hildi Sveni zurück. Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtern zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten hat... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Das ist ein guter Tipp. Er hat ja schon sein Auge verloren, ne? Indem, dass er da reingeguckt hat. Diesen Spalt, der da bei ihm ist in diesem Raum. In seiner Bibliothek bei Odin. Alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressen. Wie viele Pflanzen davon sind fleischfressend? Okay. Na, warte mal schnell. Also von hier kamen wir vorher. Und das war noch nicht offen. Ich stelle die dazu. Die Stelle war vorhin auch zu, ne? Warum durfte ich die Abkürzung nicht wählen? Hä? Warum mussten wir hier rum?
Okay. Also und zurück. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunde. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Der Zünder braucht nur 30 Herzschläge. Das reicht aus. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Wir haben noch Sachen schmieden. Gute Arbeit mit den Wölfen. Ich sah noch nie eine Sonnenfinsternis in Vanaheim. Ja, das ist passiert, als wir den Mond befreit haben. Ich habe viel Seltsames erlebt. Aber ein Mond in einer Kiste ist mir neu. So. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Ich bin nur Luft für sie. Okay. So, dann mal kurz gucken, was wir hier alles. Deine Zeit bei den Engländern. Aber Wunder, dick Leute so gut wie Rücken. Er braucht nur etwas Ruhe. Ja, irgendwo verchillt. Set-Bonus. Erhöht den Schaden aller Waffenangriffe und Fähigkeiten. Nichts für mich. Ja? Also, was jetzt? Die anderen lenken die Waffen. Du und ich werden ihn rausholen. Nee, dieses. Was guckst du so? Die Zeitlupe gefällt mir nicht. Ich finde den schon gut. Stärker. Wird recht schnell getriggert. Willst du noch was sagen? Oh, hey! Ist das dein Kleiner? Süßes Kerlchen. Psst, du hättest ihn vor ein paar Wintern sehen sollen. Er ist nicht mal mehr auf Augenhöhe. Ach, sei still. Ein Junge muss wachsen. Genau so. Die Einherjar waren noch nie so gut organisiert. Habt ihr die verdammte Tageszeit geändert? Na gut, sehr beeindruckend. Aber denk daran, du und ich übernehmen die Rettung. Tempo und Tarnung ist das Motto. So. Mal schauen wir ganz kurz, was wir noch alles upgraden können. Ja, dafür bräuchten wir Glut, die wir nicht haben. Flammeglut, die wir nicht haben. Sturmflamme, die wir nicht haben. Das könnten wir aber upgraden. Die Fähigkeit Hopliten, Überraschungsangriff und Phalanxbrecher, Sprint, fügen mehr Betäubung zu und haben eine moderate Glückschance, unaufhaltsame Aura zu gewähren. Das finde ich gut. Steine der Knochen. Gehen wir nochmal. Wir machen vorab das Level hoffentlich. Dadurch mal Richtung da, wo ich es haben will. Okay, für Steine der Knochen bräuchten wir noch 3. Irgendjemand muss sie schützen. Auch wenn die Warnen nicht wollen. Nein, das war alles zu weit. Bin noch nicht fertig. Also Schilde. Glänzende Legierung. Ich finde den Schild schon und gut, den wir haben. Zu der Göttin. Also. Asgard der Barren. Ja, die Rüstung können wir eigentlich noch fett upgraden. Dann komme ich auch auf Stufe 6. Das heißt. Treffer gegen Gegner, aber eine geringe Glückschance auf heilenden Leben.
Das ist eben mega geil. Alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. Verdammt, bin ich gut oder was? Du bist genial. Okay, jetzt brauchen wir gereinigter Kristall. Ja, hallo. So, was haben wir hier? Das ist noch Stufe 5, mein Gott. Ich hinke hin. Bei der Rüstung bin ich einfach, da habe ich, das habe ich absolut vernachlässigt. Jetzt sind wir Stufe 6, sehr geil. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Nicht mal einen Kratzer. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Nicht mal einen Kratzer. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Wundervoll. So, brauche ich noch ein Amulett. So, jetzt sind wir Stufe 6. Das ist schon mal so. Wieder ist es soweit. Mein Gott. Aber wie wird das denn gerechnet? Ah, hier sind wir noch Stufe 5. Ja, ich verstehe das Problem. Versteinerte Sachen. Sieben. Und was benötigt die Waldhexe? Löse eine Schockwelle aus, um Gegner unter Strom zu setzen. Nope. Sind dann drei Lichtwellen gegen eine Schale befallen. Die von Schale befallen erhöht Schaden. Das. Na. Und etwas für Freya? Ja, was haben wir ihr denn? Was hat sie ausgerüstet? Machen sie einfach mal, schadet nicht. Und schon entschieden? Okay. Der durchschnittliche von den. Ja, ich bin halt hier. Hier habe ich halt 8. Da haben wir 5. Hier haben wir 6. Ja, ich muss es kurz anders zeigen. Also hier haben wir 5. Das ist 6. Das ist 8, das ist 6, das ist 7, das ist 5, das ist auch 7, das zählt nicht dazu, Entschuldigung, falsch rum, das ist 7, das ist auch 7, das ist auch 7, und dann ist der Durchschnitt davon 6. Interessant. Wenn gerade ein Gegner nach hinten schleudert, wird sogar gedrückt, stützt den Gegner und hohen Schaden. Das ist eigentlich ganz cool, das will ich freischalten. Wie viel kostet das noch? 5000 kosten, 2000 haben wir. Okay, so. Bevor wir hier gleich weitergehen, machen wir bei der Folge aber mal einen Schlussstrich und gehen dann in der nächsten weiter. Wir reden aber noch ganz kurz hier. Pirgir, wie geht es ihm? Er ruht. Irgendwelche letzten Vorbereitungen, bevor wir Freyr rausholen? Nur das hier. Es macht meinen Geist bereit. Okay. Warum spielt er nicht mit dem Ball, den wir ihm geholt haben? Okay, so, wir machen in der nächsten Folge weiter, meine Damen und Herren. Wenn ihr es also auf dem Let's Play Channel guckt, auf YouTube, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Und in der nächsten Folge helfen wir, Freya ihren Bruder zu befreien. Ich freue mich drauf. Bis dann.